Die größte Bundeswehrübung in diesem Jahr, die Pacemaker 08, ging am Truppenübungsplatz Allensteig im Bezirk Zwettl im nördlichen Niederösterreich über die Bühne. Insgesamt standen dabei rund 2300 Soldaten aus ganz Österreich, etwa 500 Räderfahrzeuge, 20 Kampfpanzer sowie 10 Radpanzer und 11 Hubschrauber im Einsatz. Unter dem Kommando der 7. Jägerbrigade aus Kärnten wurde ein friedensunterstützender Einsatz geübt. Ein Szenario, das den realen Gegebenheiten im Kosovo entspricht. Zudem wurden im Rahmen der Pacemaker 08 das Jägerbataillon 18 aus St. Michael und andere Kaderpräsenzeinheiten in einer Gesamtstärke von rund 700 Soldaten und Soldatinnen des Bundesheeres von Evaluierungsteams der NATO hinsichtlich ihrer Eignung für gemeinsame Einsätze mit internationalen Partnern überprüft. Das Manöver dauerte vom 14. bis zum 25. April. Zur Ausgangssituation der Übung. In einem fiktiven Großstaat brachen Unruhen aus. Nach der Aufspaltung in drei Nachfolgestaaten kam es zu gewalttätigen, grenzüberschreitenden Anschlägen durch terroristische Gruppierungen. Minderheiten und deren Enklaven wurden bedroht und benötigten den Schutz der internationalen Staatengemeinschaft. Ethnisch geschürte Konflikte, gesperrte oder verminte Straßen, Waffenschieber und gewaltbereite Demonstranten gehörten zur Tagesordnung. Basierend auf einem UN-Mandat sollten nun Militärkräfte die Konfliktparteien trennen und in einer entmilitarisierten Zone für Ruhe und Ordnung sorgen. Deeskalation ist das Zauberwort. Dies sei allerdings für die eingesetzten Truppen keine leichte Aufgabe und bedürfe stetigem Training, betonte der Übungsleiter und Kommandant der 7. Jägerbrigade, Brigadier Thomas Starlinger. Die Soldaten müssen mit viel Fingerspitzengefühl agieren, um nicht einseitig Partei zu ergreifen, aber falls notwendig auch entschlossen einschreiten können. Die Pacemaker 08 schloss an die gleichnamige Übung im Herbst des Vorjahres an. Das Manöver baute diesmal auf den Erfahrungen der Invitech Pacemaker 07 auf und stellte gleichzeitig deren Fortsetzung dar. Bei der Übung 2007 waren rund 4000 Soldaten aus 6 Nationen im Einsatz. Seit dem Jahr 1995 ist Österreich im Rahmen der Partnership for Peace bei NATO-Übungen und Einsätzen zur Friedenssicherung, wie derzeit im Kosovo, beteiligt. Um die Zusammenarbeit im Internationalen Verbund der Armeen zu gewährleisten, erfolgte nun erstmalig in Österreich die Überprüfung eines gesamten Kaderbataillons für Aufgaben in einem internationalen Einsatz. Insgesamt machten sich 71 Überprüfer, sogenannte Evaluatoren, der NATO und NATO Partnership for Peace Staaten vom 21. bis 23. April ein Bild vor Ort. Sie überprüften die Task Force 18 und die anderen KPE-Teile des österreichischen Bundesheeres gemäß der Military Task for Interoperability auf ihre Zusammenarbeit für internationale Einsätze im Rahmen von NATO-Einsätzen und Interoperabilität. Die Evaluierung der Task Force 18 war, wie die internationalen Überprüfer bestätigten, ein voller Erfolg. Herr Brigadier, die Übung der 7. Jägerbrigade Pacemaker 08 geht schon langsam dem Ende zu. Wie waren Sie mit dem Verlauf der Übung zufrieden? Sehr. Wir haben ja verschiedene Vorgaben bei der Übung gehabt. Das erste Mal war mal das Bataillon üben zu lassen. Und das zweite große Ziel war die NATO-Überprüfung bezüglich der Interoperabilität. Die ersten Feedbacks ergeben, das Bataillon ist interoperabel, ist auch gut so, nachdem das Bataillon im September in den Kosovo fährt, als geschlossenes Bataillon.